Aloha, meine Lieben, und willkommen. Ich mach mal ein Pausemenü. Willkommen zur Episode 9 von Amnesia Machine for Freaks. Präsentiert von Celine, aka Queen Nerdy Dala. Ich hab null Ahnung, wo wir hin müssen. Hier läuft ein wild gewordene Sau durch die Gegend. Eine wild gewordene Sau. Wenn wir die Lampe anmachen, sind wir sofort im Fokus des Horrors. Und wie gesagt, null Ahnung, wo es hier lang geht. Das ist der absolute Superscheiß. Ich weiß nicht, ob es hier runter geht, ob es hier rauf geht. Man weiß es nicht. Ich laufe nochmal hier hinten lang. Ach, und diese Sau, die wird sofort völlig kirre, wenn die uns sieht. Kann ich hier irgendwie durch oder geht es hier runter? Ah, hier kann ich durch. Ah, alles klar. Okay. Memento. Der Abstieg geht weiter. Was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter die Kolben, in die Tunnel und zu den Bilgepumpen? Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen weiteren Weg finden. Einen anderen Weg finden. Ah. Ich kann ihm nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Diese Geräusche werde ich ignorieren. Dieses Schnüffeln. Diese schlürfenden Schritte unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer dort unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Sorry, lesen ist heute nicht so. Oder wenigstens nicht fehlerfrei. Oh mein Gott, wir kommen immer tiefer in das Elend rein. Wenn ich hier runterspringe, dann war's das. Da komme ich auch nicht mehr hoch, ne? Kann ich hier nochmal hoch? Leider nein. Leider gar nicht. Rechts, links, man weiß es nicht. Ich laufe hier mal ein bisschen runter. Ich glaube, hier komme ich nirgendwo hin, oder? Hier ist einfach nur so eine Produktionsstraße. Doch, hier komme ich auch hoch. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Es ist zu. Ah, okay, da hinten ist noch eine Tür. Gehen wir da mal hin. Auf die Uhr schauen, alles klar. Ich habe gerade Kartoffel auf dem Herd. Eieiei, beides zu oder was? Der ganze Schissel umsonst, alright. Alles klar, hier ist nichts, ne? Kann ich hier was anstellen? Ah, hier kann ich was machen. Kann ich da rein? Ah! Ah nein, ich wollte noch auf die andere Seite. Ach, scheiße, im Nest der Eier. Ach, verdammt. Es liegt in der Wiege seiner schwitzenden Hände. Es saugt das Fieber aus seinem Körper. Er träumt von Vögeln hoch über ihm in den Baumkronen des Dschungels. Ein Jaguar, der im Morgengrauen hustet. Oh Mann, Leute, jetzt habe ich bestimmt irgendwelche Dingens verpasst. Einträge und so, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es hier weitergeht. Shit. Warum ich immer erst dann in die andere Richtung, die weiter weg ist, will, weiß auch kein Mensch. Ich entschuldige mich sehr bei euch. Oh, okay. Alles klar. Oh, okay. Oh. Wenn ich mal in die andere Richtung kann. Ja, also alles, was da oben liegt, werden wir jetzt nicht mehr finden. Es tut mir wirklich sehr leid. Shit. Ich weiß jetzt halt nicht, wenn ich den Speicherpunkt nochmal lade. Aber wahrscheinlich nicht. Jetzt bin ich schon im nächsten. Verdammte Hacke. Achso, ich kann was machen. Entschuldigung. Ach du Scheiße, wie weit sind wir denn jetzt wohl nach unten gestürzt? Ist ja auch egal. Ich meine, wenn wir eine Notiz überlesen haben... Wir lesen erstmal das Momentum. Sabotage! Lediert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davongetrieben, meine Familie zu finden. Und ich werde mich durchsetzen.
Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen und unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge. Beseitige die Überschwemmung. Befreie deine Kinder. Ich weiß nicht, was eine Bilge ist. Sorry, vielleicht ist das jetzt voll die Wissenslücke. But I have no clue. Ich lade jetzt mal nicht den neuen Speicherstand, wie gesagt. Oh Mann. Warum müssen alle Kinder immer weglaufen? Was ist denn hier am Start? Hier ist noch eine Notiz. 15. Juli 1899. Jetzt werden die... Also gehen wir jetzt weiter in die Vergangenheit zu denen, die wir sonst gefunden haben. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brandenburg Vitae Infusion und einem Teil Orgon Monaden Disperser Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie initiiert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Vielleicht ist das eine Info, die wir noch brauchen, weil wir uns irgendwo durchätzen müssen oder so. Okay, können wir hier durch? Okay, Memento. Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Toren gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Ja, wahrscheinlich dann dieses ätzende Zeug. Jetzt muss ich das jetzt mischen, oder was? Oh Gott. Oh mein Gott, sorry. Little Froggy. Okay, hier kann ich das nicht. Sind das schon wieder Zähne? Hier liegen viele Zähne rum. Ah, ich kann nicht was machen. Kann ich hier was nehmen? Nee. Nee. Na komm, mach auf. Nee, bringt mir aber nichts. Alles klar, okay. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja, aber hier kann ich die dann genauso aufmachen. Hier ist aber, glaube ich, nichts drin. Totenschädel, wundervoll. Alles klar, hier ist erstmal nichts. Wir gehen mal weiter und schauen mal. Also das Vorhängeschloss muss ich irgendwie aufkriegen. Jetzt muss ich die Zutaten finden. Moment, ich mache nochmal das Memento auf. Sabotage. Nee, das war ein Tagebuch. Nee, hä? Moment mal. Gefundene Dokumente, so, Entschuldigung. Der war das. Eine Verbindung aus einem Teil Brandenburg Vitae Infusion, einem Teil... Ja, okay. Wir laufen mal hier weiter. Wir werden uns wohl dann... Hoffentlich wird uns gesagt werden, wenn wir entsprechende Komponente gefunden haben. Uiuiuiuiui. Was ist das denn hier? Eine kleine Pyramide? Oder Mexiko? Wahrscheinlich so ein Tempel. Na. 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 Nix. Okay, keine creepy Zahnschublade. Wieder ein Memento. Wow. Die Zentrifuge. Die scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein. Und es stinkt definitiv nach ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einem flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich irgendwo in der Nähe, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Okay, die brauchen wir auch. Hier wahrscheinlich. Eins da, oder? Ist das hier so Rohrpost oder was?
Ah, und hier kann ich die dann einsetzen, oder wie? Aha. Ist ja sehr interessant. Oh nein. Was steht da? Niedrigtemperaturlagerung. Und was ist das? Käfige. Oh, ja, ja. Wir gehen erstmal in die Niedrigtemperaturlagerung. Das sagt mir jetzt gerade ein bisschen mehr zu. Oh, shit. Okay. Oh, wow. Das ist ja hier Mindfuck 1000. Okay, wahrscheinlich muss ich erstmal etwas finden, was ich da reinpacken kann. Hier ist noch eine Notiz. Oh wow, lesen, lesen, lesen. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch, vorne und hinten. Und alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner Kotze. Und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf den schmutzigen Stein. Trink das, sagt er, und ich trank es. Wegen der Veränderungen, die mein Inneres nach außen kehren, niese ich meine Zähne raus, die wie Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Was? Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele, wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen, aber die Nägel sind weich und fallen aus. Trink es, sagt er. Es wird gegen das Fieber helfen, denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf dem anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gerecht. Und ich hörte, wie es trank. Gereicht, soll das wahrscheinlich heißen. Und ich hörte, wie es trank. Oh mein Gott, wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Okay. Alles klar. Na, wir gucken mal, sehen wir hier noch was? Nope. Okay, dann starten wir das Ding hier mal, keine Ahnung. Oder stoppen es. Okay, wir müssen hier irgendwas reinstecken in dieses Ding. Ach, hier ist was. Alles klar. Ah. Floop, weg ist es. Oh nein, wenn ich das Licht ausmache, ohne Scheiße, das geht gar nicht. Hä? Jetzt muss ich aber mal ausmachen. Ist das immer, wenn das Vieh kommt? Hier Störung? Moment, kann ich mich hier hinten in der Ecke verstecken? Nicht wirklich. Wenn mir das Vieh jetzt entgegenkommt. Weiß ich, ob es uns dann hier sieht. Leute, ich sehe genauso wenig wie ihr gerade. Es ist hinter uns, ne? Lauf! Ah! It fell onto his hands in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Oh wow, es hat aufgehört, uns zu verfolgen. Oh shit. Okay, eins muss hier rein, alles klar. Entschuldigung. Boah, wo kam ich denn jetzt hier lang? Alles klar. Von hier kam ich ursprünglich her. Ich war gerade in Niedrigtemperatur-Dingens Schisselhausen drin. Und jetzt muss ich... Es sind drei Komponenten. Wieso drei? Aha.
Ja, und jetzt gehen wir in den Bereich Käfige, ne? Wieso sind die Türen dann immer wieder zu hinter uns? Oh, wow. Hm. Oh, ich höre es schon. Hier kann man hin, hier kann man sich verstecken. Okay. Ja, das Licht muss jetzt mal ganz kurz ausreichen. Ich weiß, es ist nicht viel. Aber ich möchte nicht sofort die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, sobald wir hier irgendwie einen neuen Bereich... Ruhe, die neue Erwerbung... Ja, 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 das kennen wir schon. Ach, jetzt sind wir schon wieder in so einem Scheißbereich, wo hier... Oh Gott... Gibt es hier mehrere Käfigbereiche? Ich meine, wie viele Leute haben die denn dann hier? Hier kann ich auch hin. Obwohl, wenn man da von vorne kommt, dann sieht man uns sofort. Ich sehe jetzt nur absolut schemenhaft. Ihr auch, meine Lieben. Mal kurz leuchten. Da ist eine Tür. Okay, die Tür ist zu. Ich will nur mal kurz leuchten. Können wir mal in so einen Käfig reingucken? Ist leer. Okay, alles klar. Oh, hinter uns ist die Feuerwehr am Start oder Polizei oder was auch immer. Da ist eine Tür auf. Holy shizzle. Alles klar. Ich mach das mal hoch. Kann ich mich dann da drin verstecken? Komme ich gar nicht rein. Komme ich da rein? Nein. Wieso mache ich das denn dann hier auf? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich da was reinpacken. Hier ist ein bisschen erleuchtet. Hier ist wieder ein Teddy. Hallo Teddy. Ei, ei, ei. Oh Gott, hier sind auch jede Menge Fliegen. 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Das müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne. Wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in einer Reihe mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. In den Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Komisch. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Oh wow, der Dude hat doch einen an der Klatsche, echt. Was ist denn hier? Ist hier noch was? Oh, Teddy. Oh, Teddy, Teddy. Du bist ein Hoffnungsschimmer hier unten. Und da kommen wir, alles klar. Oh, wir pirschen uns langsam vor. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Prussian, das hat doch wieder was mit Daniel, war doch auch preußisch. Oder Brandenburg. Also hat das schon eine Verbindung, ja, die beiden. Okay. Er dreht zum Glück nicht so durch wie Daniel, wenn er lange nicht mehr... Oh, hier geht's nicht weiter. Aha. Ich kann hier nicht durch. Ah, es geht noch weiter runter. Nee, davon da komme ich ja. Hm.
Jetzt habe ich so wieder mal so ein bisschen die Orientierung verloren, meine Lieben. Surprise! Hat es uns gesehen? Scheiße. Ih, das ist in so einem Blutklumpen, hat es sich aufgelöst. Wieso ging das gerade nicht auf? Oh, wow. Gerade ging die Tür nicht auf. Was ist denn das für ein Mindfuck? Ach du Scheiße. Oh, es geht noch weiter runter, euer Ernst? Okay. Das war jetzt, war das jetzt so eine Vision, die wir hatten, oder was? Dieses viel Puff, 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 Bang, 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 weg war es. Ach, nochmal Telefon. Ja, das machen wir jetzt nochmal eben. Okay. Meine Lieben, ich muss hier einen Cut machen und ich werde in der neuen Aufnahmesession weitermachen, was natürlich total bescheuert ist, weil ich dann wieder nicht weiß, das wird eine Woche, wird jetzt vergehen, und weil ich dann wieder nicht weiß, wo ich schon war. Das ist jetzt aber leider so, ich kann es nicht ändern. Wir müssen noch eine zweite Luftpost finden, also ein zweites, oder da oben waren drei, die man befüllen konnte. Das verstehe ich irgendwie nicht, weil von zwei Komponenten gesprochen wird, die wir brauchen, um eine Säure herzustellen, die uns dann den Weg zu den Wartungsschächten, wenn mich nicht alles täuscht, öffnet, damit wir das Schloss da knacken können. Das, wie gesagt, das machen wir in der nächsten Episode. Das wird in der nächsten Aufnahmesession passieren. Wahrscheinlich werde ich dann etwas orientierungslos durch die Gegend laufen. Keine Angst, ja. Ich meine, ihr könnt mittlerweile damit umgehen. Und, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag, je nachdem, wann ihr das guckt. Obwohl, so viel Resttag ist dann gar nicht mehr, weil die Folge ja spät kommt. Aber nun gut, meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich und bis zur nächsten Episode. Was geht denn jetzt ab? Bis dann. Ciao. Ich meine, Aloha.